Lascher, der vor 6 Jahren nach Deutschland kam, um dort 2 Saisonen in der Bundesliga Rugby zu spielen, ist, wie offensichtlich jeder Georgier, ein Patriot. Wir sehen die Zeugnisse der Geschichte eines Landes, das bereits im Jahre 337 durch die heilige Nino christianisiert wurde und laufen durch den ältesten Stadtteil von Tbilisi. Das ist eigentlich so eine Multikulti-Stadt. In diesem kleinen Raum trifft man nebeneinander, sieht man Moschee, Synagoge, georgisch-orthodoxe Kirche, armenische Kirche, Feuertempel für Zarathustra. Das ist eigentlich alles Multikulti und es leben viele Nationen in diesem kleinen Raum und die verstehen sich sehr gut. Und Legende nach, als der Gott die ganze Welt verteilt hat, die Georgier kamen zu spät und dann fragen sie den Gott, okay, gib uns auch ein Stück Land. Aber es gab kein Land mehr übrig. Und die Georgier haben angefangen zu feiern, auf die Völker zu trinken. Und die waren eigentlich am glücklichsten von diesen Menschen. Deswegen hat der Gott beschlossen, den Georgier das Stück Land zu geben, was er für sich selbst reserviert hatte. Und so haben die Georgier das Paradies bekommen. Und wir verstehen Georgien, als wäre das Paradies und großes Geschenk vom Gott.